Ja, das war natürlich der absolute Hammer. Wir haben den Spot getestet aus dem VK hier am Donetz auf sibirische Plötze und hammerhart, was da reingegangen ist. Neben den ganzen Döbeln sind auch einige richtig schmackige sibirische Plötzen reingegangen. Nach langer Zeit mal wieder eine Stelle, wo es eben auch so richtig kracht. Und bei mir hat es fast bis zur Trophy gereicht. Meine größte bisher gefangene sibirische Plötze. Und deswegen stehe ich jetzt hier an der gleichen Stelle und probiere es auch noch direkt ein bisschen weiter. Denn irgendwann muss die reingehen, die Trophy. Irgendwann wird die Trophy reinrasseln. Trophy Nummer 95, die muss halt irgendwann mal rein hier. Und deswegen muss ich es einfach noch ein bisschen weiter testen. Mit diesem Setup hier relativ fein und klein. Zusätzlich jetzt zu der Stunde zuvor, das hatten wir vorher noch nicht, eine Grundroute mit dabei. Und an der Grundroute ist jetzt die Larvenfuttermische mit dran. Ob die jetzt die ultimative Auswirkung hat auf den Spot, bin ich gespannt. Werde ich auf jeden Fall testen. Werden wir jetzt sehen. Entweder versaue ich mir jetzt den Spot, dann haben wir zumindest einen schönen Vergleich. Oder es lübt einfach nach wie vor weiter. Und vielleicht gehen sogar noch ein bisschen größere Plötzen dran. Wäre nicht so schlecht. Jetzt bin ich noch ein bisschen unsicher. Eine Unsicherheit habe ich jetzt hier. Und zwar habe ich jetzt auf der Pose gelb, habe ich jetzt einen Achterhaken und auf der roten habe ich einen Sechserhaken drauf. Achterhaken soll es eigentlich sein. Also Achterhaken, Vierer Vorfach, so 4 Kilo rum. Nicht ganz so schwer, ist ja nur ein Trophy-Gewicht so von 1,4 Kilo. Bam, das ist wahrscheinlich ein Döbel. Eieiei, das ist eher ein Döbel. Wenn das eine Plötze ist, dann ist es aber eine Raketenplötze. Alter, komm ran hier. Da ist er. Da ist er, der Döbel. Er will nicht. So, jetzt muss er. Alter, fast 2 Kilo. Das wäre es aber auch. Schnell wieder raus damit. Denn wir wollen hier die Plötzen und nicht die Döbels. Also schnell wieder rein und jetzt werfe ich nochmal wie vorhin da vorne aus. Also, Köder werden runtergelassen auf 90 cm. 90 cm Köderpräsentationstiefe. Schönes Wort. Und jetzt das Ganze schön locker hier durchtreiben lassen. Wir hatten gerade eben noch Sonnenschein. Der Kescher gerade eben richtig schön gefüllt. Alles schön dicke, fette Plötzen bis hin zu 1, wo ist das Ding? Raus ist es, hier ist es schon, relativ früh. 1,276 Kilo auf Borkenkäfer und, also Borkenkäferlarve und Eintagsfliege. Schön natürlich mit Doppelköder. Jetzt habe ich hier auf der Grundroute einen Köder draußen, der allerdings bisher noch nicht triggert. Es haben auch gerade im Livestream-Chat schon verschiedene User probiert, auch auf Grund. Und auch auf Grund mit der Borkenkäferlarve war da wohl nicht so wirklich viel zu holen. Ist das wohl hier eine Stelle, die nur mit der Pose funktioniert? Ich bin sogar mit Borke draußen. Haha. Borke, jetzt heißt das, wir wechseln auf Fliege. Eintagsfliege. Raus damit. Schön da vorne hin. Ich werfe noch ein paar Mal. Wir gehen gleich auf diese Futtermische nochmal ein. Das ist für mich die eine der ultimativen Larvenfuttermischen. Es gibt beim Angeln mit Larven nicht so viele Futterkomponenten, die man verwenden kann, um seinen Köder, also seine larvigen Köder, so ein bisschen zu pushen. Dementsprechend gibt es eigentlich ja fast nur eine, ja, man kann halt die Basis variieren, aber eine Art von Larvenfuttermische. So, das Ding haben wir jetzt erstmal ein bisschen gestrafft und jetzt gucken wir. Also, grundsätzlich für die Basics, wenn ihr es ausprobieren wollt, ob mit der Stippe, mit der Bollo oder mit der Matchroute,
einfach hier vorne hinwerfen, so in diese Area da vorne, durchtreiben lassen. Und in der Regel, da wo jetzt die rote Pose ist, in dem Bereich waren meistens die Bisse. Da ist meist was richtig gut reingegangen. Und ja, so kann das auch die ganze Zeit gerne weiterlaufen. Also locker rauswerfen hier, 90 cm Tiefe und dann gucken, dass sie was reinrasselt. Weißt du was? Ich baue hier nochmal wieder um. Das ist ein Fisch mit einem relativ kleinen Maul. Ich nehme hier wieder zurück den Achterhaken. Hier ist er. Achterhaken, Borkenkäferlarve drauf, Eintagsfliege drauf. Wenn ihr das noch nicht könnt, dann entweder oder macht ihr eine Pose mit Eintagsfliege, eine mit Borke und dann wird einfach getestet. Was funktioniert besser? Ich vermute, dass die Borkenkäferlarve vielleicht besser funktioniert, weil man das beim Grundangeln an verschiedenen anderen Spots auch ganz gut machen kann und das hat schon ganz gut geliefert. Was mir jetzt natürlich gerade durch den Kopf geht, es hieß gerade auch nochmal aus dem Livestream-Chat, da gibt es noch einen ganz geilen Spot hinten in der zweiten Kurve. Ich vermute hier auch für Plötze. Das soll da funktionieren mit, nicht gehakt, mit Caster. Vielleicht kann man das auch hier einfach nochmal kombinieren. Borkenkäferlarve mit Caster. Weißt du was? Gesagt, getan. Und raus damit und weiter probieren. Wir gucken nochmal ganz kurz in den Kescher rein. Und die Grundrute zuppelt. Wir sortieren nochmal eben nach Gewicht. Döbel, 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 Döbel. Viele Döbel. Nicht schlecht, nehmen wir natürlich auch alle gerne mit, bringen ja auch gut Kohle. 1,276 Kilo sibirische Plötze, meine bisher größte Gefangene. Und dann hier verschiedene mit 700 Gramm, 600 Gramm, 500 Gramm und in Gänze alles voll Plötzen. Also ein richtig, richtig geiler Spot. Ich weiß nicht genau, wer es gepostet hat im VK, im russischen und im englischsprachigen Discord, habe ich gehört, ist dieser Spot wohl auch drin. Also eine richtig gute Stelle, die wohl hier gerade richtig liefern soll. Und aus diesem Grund muss man das, glaube ich, auch einfach testen, wenn einem dieser Fisch noch fehlt. Und ich hoffe jetzt einfach, dass da noch ein bisschen was geht. Heutiger Tag ist ein bisschen eine Ausnahme. Vorheriger Tag, wo der Kescher herkommt, sah so aus. Also komplett Sonne, 26 Grad und da kommen wir jetzt die nächsten Tage wieder rein. Das heißt, ich muss gleich einfach noch ein bisschen durchhalten. Dieser Tag ist wie gesagt so eine leichte Ausnahme. Ein bisschen dunkler, ein bisschen kühler. Ja, einfach weniger Sonne. Und dementsprechend werden wir hier auch insgesamt ein etwas anderes Bissverhältnis haben. Aber ich glaube, zum Zeigen des Spots reicht das Ganze. So sieht das Ganze aus. Und so wird hier weiter getestet. Ich glaube, wir haben alles, ne? Wo bin ich denn hier? Da oben bin ich. Hat man, glaube ich, gerade schon gesehen. Also man muss tatsächlich mit dem Boot Ticket kaufen, eben hier rüber brettern. Hier vorne irgendwo kann man schon anlegen. Kurz raus, hier rüber rennen und dann gib ihm. Und dann wird hier eben probiert auf die Plötze. Ich teste jetzt hier noch weiter. Ich teste verschiedene Köderkombinationen. Ich teste verschiedene, zack, verschiedene Haken und Co. Ich bin hier relativ fein und klein drin für die Plötze. Mit, gucken wir mal eben rein, hier nur mit 4 Kilo Fluorocarbon. Also entweder Fluorocarbon komplett, so wie jetzt hier, oder mit Fluorocarbon nur als Vorfach. Vielleicht wäre es auch möglich, hier mit Microbraid ranzugehen. Oder wenn ihr mit der Stippe hier unterwegs seid, mit einer schönen, dünnen, flexiblen, am besten vielleicht auch hochtransparenten, monophilen Schnur. Also das sind alles Möglichkeiten. Einfach mal testen. Ja, so viel dazu. Wenn ihr Fragen habt irgendwie zu dem Ganzen, und wenn ihr noch ein paar Infos braucht, ich starte ja gerade eine Short-Informationskampagne sozusagen. Also zum Beispiel jetzt gerade aktuell ein Video, ein unter eine Minute Video zu Vorfächern. Ich verlinke das nochmal eben. Zack. Und da wird dann alles kurz in einer Minute schnell runter erklärt zu Vorfächern, was da wichtig ist und was die Unterschiede sind der Vorfächer. Also da einfach mal reingucken. Und es wird immer mehr an Infos. Und wenn ihr Fragen habt, auch einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Oder im Discord, Link zum Discord unter den Kommentaren oder unter dem Video.
Petri, ihr Lümmel, zieht raus, toi toi toi, dass hier was geht für euch, dass ihr hier vielleicht eure Trophy abhakt. Ich werde hier diesen Tag auf jeden Fall nochmal testen und den nächsten und bin sehr gespannt, ob hier was geht. Ja, die zweite Karausche, aber hier ist jetzt ja auch Kaster mit drauf, deswegen können hier natürlich auch noch komische Köder reingehen. Also, viel testen, viel probieren, aber wir haben den Spot, 90 cm Tiefe, 8er Haken, Fluorocarbon 4 Kilo, ungefähr ausgeworfen, so sagen wir mal 10 bis 12 Meter oder wie gesagt mit der Stippe einfach hier in dieses Grünzeug, da wollen wir genau rein, schön mittig und dann lüppt das hier auch. Mit der sibirischen Plötze. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream, entweder auf Twitch oder auf YouTube, immer um 19 Uhr. Petri.